Hallo liebe Leute, heute machen wir ein Mai Tai und zwar nach der Traders Vic Formula und das ist ein bekannter oder einer der bekanntesten Bartender, Barkeeper und Trader Vic hat den ungefähr 1934 erfunden und ich habe mir gedacht, diese Version, die schon so alt ist und auch richtig lecker ist, mache ich für euch einmal nach und wenn ihr mal sehen wollt, wie ich das zubereite, dann bleibt einfach dran und wenn ihr noch ein Abo hier auf YouTube da lasst, verpasst ihr nichts weiter von Trinkbar und dann starten wir jetzt. Zuerst nehmen wir uns einen Shaker mit Eis. Und wir geben hier braunen Rum rein. Und zwar davon 60 Milliliter. Also 6 cl. Dann brauchen wir Triple Sec. Ich nehme hier Contro. 15 Milliliter. Dann 2 cl an Limettensaft. Wenn ihr keinen Bock habt, zigtausend Limetten zu pressen, wenn ihr Gäste habt, dann holt euch am besten sowas hier, Limettensaft, 100% Direktsaft, habt ihr immer einen gleichbleibenden Geschmack das ganze Jahr über und 100% Limettensaft ist immer am besten. Brauchen wir noch Zuckersirup, davon 8 cl und 8 cl Mandelsirup. Und der Mai Tai lebt ja von Mandelsirup, deswegen kauft euch bitte einen ordentlichen, entweder den von Monin oder von Jaffar. Und dann wird jetzt einfach alles geshaked und dann in einen Tumbler mit Crushed Ice abgeseilt. So, und dann gießt ihr das alles ab, gebt ein paar Ananas-Stücke rein, könnt auch eine Ananas-Scheibe an der Seite legen, nehmt die Mitte an den Rand und einen perfekten Mai Tai. So, und das war's auch schon wieder. Das hier ist der Mai Tai. Der sieht ja richtig lecker aus. Schöne, leicht bräunliche Farbe durch den herrlichen Rum, den wir zugegeben haben. Verwendet wie immer ordentliche Zutaten und die ganz feine Note von den Mandeln richtig toll da drin. Als Deko habe ich jetzt hier einfach mal ein paar Ananaswürfel reingegeben, Limette an den Rand. Ihr könnt natürlich auch eine Ananas-Scheibe am Rand machen oder sowas. Ja, und klassisch wird es serviert auf Crushed Ice in einem Tumbler. Und das war's dann auch schon wieder hier. Ich bin raus. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.